Howdy Witzke, liebe böse Freunde, und herzlich willkommen zu Part Nummer 39 von Dark Souls Nummer 2. Ich bin der Wicked Man. Und ja, es ist ein neuer Tag. Die Session, die 8 Parts lang ging, ist vorbei. Die war ja für mich gestern, für euch vor 8 Tagen oder so, oder noch länger. Müssten da ja mehr sein. Ja, aber ich bin jetzt so heiß auf das Spiel, dass ich wirklich direkt heute weiter zocken werde. Mal schauen, ob wir es schaffen. Schrein von Amala, genau. Das war ja dieses mega ätzende Gebiet, wo ich mich mehr als peinlich angestellt habe, um das zu schaffen. Ich muss noch was trinken. Ich finde, man hört mal, wenn ich meine erste Aufnahme des Tages mache, weil ich mich da immer noch so ein bisschen Schlafen anhöre. Meine Nase ist noch ein bisschen dicht, habe ich so das Gefühl. Ah, lecker. Ach, stimmt. Hä? Ja. Draußen stehen die ganzen Ficker wieder. Haben auch schon seinen ersten Treffer kassiert. Das letzte Mal hatten wir ja noch diese komische Lanzenträgerin bei uns. Die mussten wir leider nach Hause schicken. Weil wir das Spiel sonst nicht beenden können. Ich finde, hätte man bei NPCs ruhig mal eine Ausnahme machen können. Oh, 999 Treffer abgezogen, Alter. Nice. Also insgesamt. Ach, die verfolgen einen jetzt. Jetzt haben die schon verfolgen, der Seelenpfeile. Invaded werden wir auch noch. Ich meine, warum nicht? Ich gehe mal weiter zurück, wo mir ein bisschen mehr Platz ist. Magier ist das. Boah, fuck Seelenpfeile, Alter. Hier blockt das doch alles. Ist doch ein Scherz, dass er immer wegrollen kann. Wie viel HP hat der Junge? Was sagst du? Magier sind einfach nur ätzend. Aus sicherer Entfernung viel zu starke Angriffe starten. Meiner Meinung nach sind die völlig overpowered. Man ja so, das steht ja hier so, es wird als Tipp sogar genannt, dass man als Magier anfängt. Das ist in keinem anderen Spiel so. So gut wie jedem Spiel ist der Magier die schwerste Klasse. Und hier scheint es tatsächlich sogar die einfachste zu sein. Weil man ja irgendwie von Anfang an schon den Seelenpfeil hat, war das so? Ach, ich weiß es nicht, ich habe ihn ja nie gespielt. Ich möchte hier auch keine scheiß Falschinformation sein, aber auf jeden Fall wird es tatsächlich empfohlen. Kann das Magier an.
ist schon nervig, das muss man schon sagen. Da sieht man, dass es da runtergeht. Schau, wo hüpft der denn hin, Alter? Stehen wir da? Komm doch mal her jetzt, Alter. Mach doch mal was. Mach mal erst das reinschmeißen. Man sieht ganz leicht den Rand. Ich denke mal, ihr werdet das wieder nicht sehen, weil YouTube das Video noch ein bisschen dunkler macht. Ich konnte ihn da gerade ganz leicht erkennen. Rote Zwillingsschwerter. Man muss auch schon den richtigen anvisiert lassen. Steine Drachenknochen. Das ist aber geil, dass das so gemacht wurde, dass man die ganz leicht erkennen kann. Indem sie da überall immer diese goldenen Lichter aus dem Wasser ragen lassen. Waren wir da hinten schon? Was soll ich dazu sagen, außer Scheiße. Habe ich die Halbstunde gestartet? Nein, habe ich nicht. Ich habe sie eingestellt, während ich die Anmod gemacht habe, aber ich habe irgendwie vergessen, sie anzumachen. Ziehen wir mal 5 Minuten ab. So. Oh Mann, Alter. Ich sollte die Sekunden einfach lassen, ja. Töten die ja sich nochmal alle. Das mache ich einmal und dann ist das bei mir aber auch gut. Ich wollte tatsächlich auch gerade mal normal was holen. Aber hier lag doch noch was, oder nicht? Da vorne, ach so. Der Rand, ganz vorsichtig. Oh, Kristallzinnflugmasse. Habe ich das gerade richtig erkannt? Wir haben im ersten Teil übelst mächtig. Zumindest im PvP. Da hinten liegt was. Das ist wieder so ein Heidenheit-Ritter.
Was war das denn gerade? Gesehen, was passiert ist? Hier blüpp gemacht, ja, so einen komischen Mario-Sound von sich gegeben. 18 haben davon, ist ja heftig. Und auf einmal stand sie. Komisch. Na gut, gehen wir weiter. Natürlich realistisch und ganz lustig, wenn man sich rollt, dass die Fackel dann ausgeht. Das ist in vielen Spielen auch nicht so. Anderen. Frag mich, wie groß das Gebiet ist. Hier ist auf jeden Fall wieder so eine Tussi drin, da vorne. Oh. Noch mehr Oh. Boss, Alter. Ah. Ein Sangesdämon. Na, du bist ja ein hübscher Kerl, Alter. Wenn er so weitermacht, ist das ziemlich leicht. Wenn er so weitermacht. Also schon ziemlich eklig irgendwie, oder? Ein komischer Frosch, Alter, der so einen riesigen Kopf hat. Das sind Viecher, Alter. Das ist unglaublich, Alter. Oh, jetzt greift auch damit an. Jetzt hat er wohl keine Lust mehr. Oh, letzte Treffer hat nicht gesessen. Hat der ein Schwein. Ich muss sagen, Sayonara, Alter. Du warst jetzt ja super schwer. Vielleicht sind nicht die Endgegner im Spiel. Eingebetteten Schlüssel, das ist aber eine Waffe. Das ist doch richtig, das ist so ein Schwertsymbol. Ach, der eingebettete Schlüssel war doch für den Fahrstuhl da, wo man rumfährt, wo die eine Frau drin gefangen war. Ich werde in dem Gebiet gibt es so viele Secrets, wo man lang gehen könnte.
Die Tür geht einfach so auf, okay. Ich habe keinen Plan, wo wir auf einmal sind, ey. Mal was trinken. Ist immer gefährlich. Das Schild ist eigentlich ganz geil. Das war sauschwer. Das gefällt mir ganz gut. Weil das doch sehr gut Schaden blockt, auch magischen. Gruft der Untoten. Und schon das nächste Gebiet. Ja, bald sind wir durch, Alter, wenn das so weitergeht. Ich kann euch schon mal so viel verraten. Dass wenn es durch ist, ist es durch. Das ist ein Let's Play und kein 100% Walkthrough oder sowas. Was es ja auch gibt. Wenn wir durch sind, sind wir wirklich durch. Ich werde vielleicht noch die, falls es der letzte Part nur eine 10 Minuten oder so geht, noch die restliche halbe Stunde vielleicht noch zocken, sofern das hier möglich ist. Denn im ersten Teil. Vorsicht, Spoiler, falls ich weiß jetzt nicht, wie weit ich und Doro jetzt sind in diesem Moment, weil jetzt, zum jetzigen Stand haben wir es noch nicht durch, aber ich weiß ja nicht, ob wir es durch haben, wenn ihr diesen Part hier seht. Spoiler, falls ihr Teil 1 nicht gespoilert hören wollt, in Anführungsstrichen ist jetzt nicht der krasseste Spoiler, weil ihr jetzt euch für eine Minute die Ohren zu. Wenn man gewinnt, also letzten Endgegner, Entschuldigung, und Dark Souls 1 besiegt, dann ist das Spiel automatisch vorbei. Man hat keine Chance, dann noch die alten Gebiete zu betreten. Das ist unmöglich. Entweder man verlässt dann den Raum, wo man gegen ihn gekämpft hat. Oder man setzt sich ans Leuchtfeuer. Und in beiden Fällen ist das Spiel dann einfach vorbei. Und es wird automatisch New Game Plus gestartet. So. Look at my sexy legs. Voll unscharf, ne? Jetzt. Ja, die sitzt da schon so ein bisschen, ne? Na, lieber Jodo. Was machst du heute Abend noch so? Ein bisschen zwaubiki wow. Oder was? Bleib ruhig sitzen, Baby. Muss ich aufstehen. Weiß gar nicht, ey. Na, ich glaub nicht. Eigentlich sagt sie das immer, wenn man eine hat. Oh, ihr habt eine Scherbe. Lasst sie. Gibt sie mir. Oder irgendwie so. Ich hab schon wieder vergessen, was ich stufen wollte. Ich glaube, Belastung. Mal Belastung auf 25. Zwei Level kann ich nur machen. Alter, das ist so hart, ey. Aber wenn wir zwei. Ja, vielleicht 800 Seelen nutzen. Entschuldigung. Dann können wir noch eins aufsteigen. Wenn wir wieder so kleine Puppe sehen. Dass man auch nicht erkennt, wie viele geben, ne? Steht da nicht. Muss raten. Außer man weiß es mit der Zeit. Ja, die ist doch ganz gut gewesen. Zum ersten Mal nicht so krass viele Seelen verschwendet wie sonst, ne? Weil ich immer erst die Kleinste drücke und dann fehlen da 100 noch. Und dann muss ich doch so eine 3000er zerdrücken. Also gleich so machen. Und welches Level haben wir jetzt? Das müssen wir mal gucken. 120. Nice. Ja. So. Na gut. Ryzen. Ob wir das immer noch sehen können oder ob es ein Bug war. Ne, das geht immer noch. Ihr seht, wir haben nur noch drei Gebiete vor uns. Im Schrein der Amana gibt es aber auch noch ein Lagerfeuer hier. Nach Royds Platz. Rastplatz.
Das ist bestimmt dort, wo die eine Tür zu war, wo wir nicht weiterkamen. Müsste man hier die zerfallenen Ruinen, glaube ich, wieder starten. Und dann kann man dann mal da links lang. Aber bevor wir jetzt hier reingehen, möchte ich... Ich glaube, das ist das Bonfire, ich weiß das nicht. Mit der Fahrstelle rumfahren und die eine Frau befreien. Ich glaube, mich entsinnen zu können, dass das der Schlüssel war. Oh, Kaffee schon wieder leer, ey. Ist aber auch mal wenig drin in so einem Macchiato. Ja. Dauert zwar ein bisschen, bis wir oben sind. Ja, da kann man so auch reinspringen, aber da waren wir schon. Genau, genau. Beim ersten Mal dachte ich ja, da ist noch ein Raum, aber sind wir beim ersten Mal schon mit der Leiter hochgeklettert von unten. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar herunter. Erst beim zweiten Mal kommt mir das nicht so lang vor wie beim ersten Mal. Das ist tatsächlich ein Schwert. Boah. Und das ist die Ware oder was? Das andere war alles nur dieser komische Frosch. Was? Ring des Todes erhalten. Das war jetzt alles. Und dann verschwindet sie oder was? Na gut. Ring des Todes. Ja. Bewahrt menschliches Aussehen sogar einer Hülle. Das heißt, wenn wir den anziehen, sehen wir trotzdem menschlich aus, auch wenn wir es nicht sind, oder was? Was für ein sinnloser Ring. Reine Kosmetik. Da wollen wir nicht lang, da war das Spiegelritter. Da wollen wir hin. Tube back to the bonfire. Kann nicht benutzt werden. Warum nicht? Ich werde schon wieder invaded, ey. Oh. Mir so egal, Alter. Ich hasse diese scheiß PvP-Kacke. Sicher freue ich mich auch, wenn ich mal gewinne, aber... Das ist nicht der Grund, warum ich Dark Souls spiele. Warum gibt es denn hier keine Arena für sowas? Gesehen, wir waren nicht menschlich und wurden trotzdem invaded. Das ist halt wirklich neu hier. Finde ich ein bisschen kacke. Dass das geht. Als Hülle invaded zu werden. Der Typ hat gerade das Schwert gehabt von diesen anderen da. Dann hat er den NPC entweder getötet. Oder man kriegt es auch so noch. Für manche Sachen müsst ihr die NPC töten. Das ist einfach so. Das war im ersten Teil auch so. Man hat nicht alles so gefunden. Finde ich ein bisschen schade.
Wenn die nämlich tot sind, dann kommen die auch nicht wieder. Was ist er denn da hinten, Alter? Ach, die kennen wir, die haben wir auch schon mal gekämpft. Was ist denn für eine komische Bitch, Alter? Das sind nur weil Titten, das kannst du alles erlauben, oder was? Was, wieso sind wir denn jetzt vergiftet? Wie viele Giftfeinde gibt's denn hier in dem Spiel, ey? Ein bisschen viele, finde ich, so langsam. Oder war das die eine Urne nur? Wollen wir es nochmal probieren, ob die Tür wirklich aufgeht? Lass uns das mal versuchen. Bäh, ist so eklig, ey. La 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 Überprüfe-Inhalte zum Herunterladen. Anmeldung bei Servern und Informationen erhalten. La 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 la. Er soll nicht speichern, sondern laden. Was ist denn das für Schwachsinn? Euer schönem Lebensschein, Stein aus glasierten Seelen, stellt hohe B-Menge nach und nach wieder her. Ein seltener Stein, der so brillant schimmert, oh yeah. Das ist natürlich keine Wand da. Oh, ich hasse diese Leute, ey. Licht ist hier nicht willkommen. Wir für Feinde. Ah, wer bist du denn? Dracula. I am Ogdane, Guardian of the Crypt. Countless dead rest here in peace, cradled by the comfort of dark. Light only agitates. We have no need for it here. I am a finito. We weave death
and watch over the dead. This task was granted to me by the one who gave us the first death. Countless souls rest here, some of them from ages long ago. Some were rich, others poor, some wise, some dull, but now they're all just dead. Did you come for him? The one called Vendrick? You will find him deeper inside. Okay. Many castle servants and the like have come to fetch their lord. But they rest here now, put to death by the king's own guards. Perhaps he's not in the mood for company. In the past, humans were one with the dark. The former king of light, he feared humans. Feared that they would usher in an age of dark. How queer you humans. How you go on, never separating truth from fiction. Uh-oh. This place is welcome to all, provided due reverence is shown. Death is equitable, accepting. We will all one day be welcomed by her embrace. Tell me what you desire. Show me reverence. And I will lend you my hand. Oh, halbe Stunde schon wieder. Mein Gott, gehst du erstmal lernen? Gnade. I am a finito. This Na gut, das hat er schon mal gesagt. Oh, halt die Fresse. Passiert, wenn man Sachen wegklickt? Sei der für ein Schild? Schild der Überheblichen. Was für ein Kackschild, Alter. Guckt euch das mal an. Es braucht nur 55%, das ist ja richtig schwächlich. Anmaßungshelm. Auch die bisschen Kackbonus. Ja, ist auch ganz nice. Gegenangriff bei erlittenen Schaden. Finsterpfeile. Menschlichkeit. Und er verkauft sogar Elisabeth-Pilze. Warum auch nicht? Und Zauber natürlich. Seelenspeer haben wir aber schon. Haben wir auch schon. Seelenfrieden haben wir nicht. Haben wir auch nicht. Crude human. Ach, halt doch die Fresse, Alter. Ich könnte deine komischen Wächter hier wegschnetzeln, aber ich lasse es. Oh. Tja, und was sich da oben verbirgt, das, liebe Freunde, sehen wir im nächsten Part. Oder nein? Da ist nämlich noch ein Nebeltor, da schreiten wir noch durch. Ich kann euch jetzt schon mal verraten, da wird kein Endgegner dahinter sein. Und hier ist vorbei. Ja, mit diesem wunderschönen Raum beenden wir diesen Part. Es tut mir leid, die halbe Stunde ist nochmal rum. Wenn die halbe Stunde rum ist, dann ist die halbe Stunde rum. Und da wir gerade erst am Bonfire waren, Bonn. Oder Leuchtfeuer, wie auch immer ihr das nennen möchtet. Werden wir jetzt nicht erst noch das nächste suchen. Weil das wird sicherlich erst ein bisschen später kommen. Und dann ist es aus einer halben Stunde mal locker eine Stunde geworden. Gut, da machen wir dann, wie gesagt, nicht mehr weiter. Und ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Das war ja Fortschritt, war nicht ganz gut. Einmal abgekratzt, weil ich runtergeplumpst bin. Naja.
War doch nice. Ja, falls ihr den nächsten Part oder kein anderes Video verpassen möchtet, dann abonniert dann einfach unseren Channel. Solltet ihr uns mal auf Facebook, Twitter oder Twitch besuchen wollen. Oder einfach mal unsere Website anschauen wollen. Oder noch besser, den Hersteller besuchen wollen. Und deine Spiel-Website. Dann schaut in die Beschreibung. Da findet ihr alle Links. Gott, ich bin heute voll krank. Egal. Ich glaube, das war's auch soweit. Und deshalb sage ich jetzt nur noch, es war mir eine Freude, für euch ein Video gemacht zu haben, meine lieben Herren. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 2. Ich bin Rickman, verabschiede mich und hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es wieder heißt Dark Souls 2. Oh Gott. Haut rein, habt noch einen schönen Tag und eine erholsame Nacht. Oh Mann! Ey, du kannst doch nicht weglaufen in den Scheißwasser! Die Krise, ey. Diese Fick Bitches, ey. Diese scheiß Dauerzauberei, ey. Weißt du, als Spieler kann man vielleicht 5 Seelenpfeile verschießen und die ballern die Dinger ununterbrochen auf dich. Das ist so nervig.